Da scheint gerade, ihr werdet sterben. Okay. Mal gucken, ob mir die Leute hier feindlich gesinnt sind. Glaubst du nicht? Ich habe nachts ein seltsames Geräusch gehört, als würden Füße umherschlagen. Leid Donovan Burns bloß kein Geld. Er ist ein Lügner und ein Nutznießer. Ein Nutznießer? Was denn ein Nutznießer? Wieso ist mein Inventar voll? Ein Langbogen des Gemetzels. Ich gucke dann erstmal, wo ich hier was verkaufen kann. Wie schön, hier mal ein neues Gesicht Colette zu sehen. Jedes neue Gesicht bringt auch neue Inspiration mit sich. Sagt, habt ihr vielleicht Interesse an einem Passierschein? Kein Grund, gleich so schroff zu werden, oder? Lol. Ich habe meine Grenzgenehmigung hier. Ich trage sie immer bei mir, denn einige Leute hier haben ziemlich klebrige Finger. Wir sehen uns. Okay. Ich hoffe, ich habe euch nicht... Vielleicht habt ihr von mir gehört. Eher unwahrscheinlich. Meine Stimme war außerhalb von Isa noch nie zu hören, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Heißt es nicht Isa? Jede Künstlerin braucht ihren eigenen Klang und Stil. Es hat Jahre gedauert, meinen Stil zu finden, aber ich glaube, dass ich damit das Herz des Publikums erobern kann. Volksmusik der Mitaraner mit traditionellen Klängen aus der Region Mithras. Sobald ich ein Ensemble zusammengestellt habe, bin ich bereit für eine Tour. Okay. Ich stelle ein Ensemble zusammen. Es war schon immer ein Traum von mir, eine Elite von Musikern zusammenzustellen und auf den großen Bühnen von Amalur aufzutreten. Dies wird der erste Schritt in Richtung dieses Ziels. Eine kurze Tour in diesen wunderschönen Bergen mit einigen anderen Künstlern an meiner Seite. Leider bin ich momentan noch solo unterwegs und auf der Suche nach ein paar Darstellern, die sich mir anschließen würden. Ah ja, und ich muss dann wieder nach den Leuten suchen, oder? Ich werde euch helfen. Wirklich? Das würdet ihr für mich tun? Ehrlich, eine Live-Aufführung mit Mitaraner Musik würde allen zugutekommen. Bevor ich weitere Pläne schmiede, muss ich Gleichgesinnte finden, die dieselbe musikalische Muse wie ich haben. Ich weiß, dass sich eine Flötenspielerin im Lager aufhält, aber wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich glaube, ihr Name ist Adelena. Bis bald. Okay. Okay. Da gucke ich jetzt mal. Da oben ist noch so ein Wissensstein. Ein G-Wissensstein. Oma liegt auf dem Holzstoß. Grau wie ein alter Fisch. Der alte Harlan steckt sie im Brand. Das Echo unseres Abschieds. Ein Abgesang. Die Erde geküsst. Das Echo unseres Abschieds. Okay. Das war jetzt sehr poetisch. Hätte ich so gesagt. Ja bitte? Was schleicht ihr da so herum? Ich halte nicht viel von Fremden. Ich habe gehört, du spielst Flöte. Wer hat euch das gesagt? Diese verdammten Gerüchte. In dieser Karawane wird nur getratscht. Ich habe die Flöte gespielt, bis sie mir gestohlen wurde. Banditen! Sie stehlen jetzt schon seit Tagen unsere Vorräte. Man okay. Sieht sich. Und die kann ich mich auch noch kümmern. Haben wir aber einen Schmied. Das ist ein Skandal! Ein Skandal, sage ich euch. Diese faulen Soldaten und Söldner sind eine Schande. Vater Herr, falls ihr etwas Wertvolles bei euch tragt, empfehle ich euch, es in diesen gesetzlosen Ländern gut zu verstecken. Lord Godric Payne hat gesprochen. Was würde euch... Oh, ich kann reparieren. Alles reparieren.
Ach, würde sie stohlen? Der wichtigste Gegenstand, den ein Mann oder eine Frau in Mithras besitzen kann. Eine Alpha-Grenzgenehmigung. Ohne sie haben wir nicht das Recht, diese kalte, farblose Einöde zu verlassen. Dann sitzt man hier fest, völlig hilflos und verlassen. Es war dieser Schurke Dolan Hardy. Ich habe gesehen, wie er sie aus meinen Habseligkeiten entwendet hat, wie ein gewöhnlicher Räuber. Faul, ohne Finesse, diebisch. Lord Godric Payne hat gesprochen. Verschwindet. Verschwindet. Mir kommt dieser Grafikstil hier ein bisschen anders vor. Bisschen besser als bei den anderen. Jetzt haben sie da irgendwelche. Wir Neuankömmlinge müssen zusammenhalten. Was meint ihr? Zeigt mir eure Genehmigung, bitte. Da, ich habe eine Grenzgenehmigung. Bisher wirkt Mithras wie jeder andere Ort auf mich. Ein Lager für Diebe und Schwindler. Ich hätte in Odessa bleiben sollen. Okay. Eine gestohlene Genehmigung? Welche gestohlene Genehmigung? Seid ihr wahr? Erzählt dieser arrogante, hochwohlgeborene etwa, dass ich seine Genehmigung gestohlen hätte? Was für ein Feigling. Okay. Gut, Rucksack. Ich habe nichts dergleichen. Bis bald. Ich probiere das jetzt mal. Damit. Da habe ich auch noch gespeichert. Von all diesen jämmerlichen Flegeln habe ich all meine Hoffnungen in euch gesteckt, mein Freund. Möge Mitaru euch segnen. Diese Grenzgenehmigung ist wieder in den Händen des rechtmäßigen Besitzers. Ihr habt euch wohl. Für Recht und Ordnung. Macht lieber keinen Ärger. Mhm. Jetzt habe ich vor allem auch noch den Händler auf meiner. Also gegen mich. Na, vielleicht verfliegt es ja wieder. Ja, das sind ein paar Gegner. Okay, die sind da noch nicht so stark. Okay, also ich kann ihm auch Damage machen, was ich irgendwie weird finde. Adelinas Blöde.
Das ist die Gothic Pain. Ja, das sind ein paar Boggarts. Wieso gilt denn der bitte als Gegner? Also what the heck? Ich weiß nicht, was sie geändert haben. Aber ist ja mega dumm. Es ist ja mega dumm. Da muss ich jetzt mal meine... Da muss ich dir mal reingucken. Also... Dass der hier... I don't know. Was das schon wieder soll, quasi. Also. Ach komm, ich laufe jetzt erstmal weiter. Ich schaue mir hier mal die Gegend noch an. Hier gibt es ja eh nochmal Händler. Was kann ich? Ich habe Gegenstände aus ganz Amalur im Angebot. Bestimmt ist etwas aber nichts Besonderes. Oh ja, moin. Okay, kann ich nicht ausnehmen. Ja, das ist ein Schrein. Handschuhe. Ich kann die auch nicht lüften. Eigentlich kann ich das schon. Das ist ja meine Fähigkeiten so sagen, aber ich weiß auch nicht. Dieses Lager ist eine Farce. Ich habe noch nie solche schlechten Bedingungen gesehen. Ekelhaft. Verschwindet. Den Typen so lustig. Das Gefühl, ich müsste mich einfach nochmal komplett zurücksetzen. Guten Tag, mein Freund. Nochmal alles leveln. Damit es wieder passt, aber. Auf der Weststraße herrscht das reinste Chaos. Habt ihr Effie Crookshank irgendwo gesehen? Sie sagte, sie braucht mich für etwas. Okay. Ich habe seine Person noch nicht gesehen. Das mag zwar schön aussehen, aber es steckt voller Gefahren. Dieses Gelände weiß. Das Gelände hat was gegen eure Wagen. Gebt es doch zu. Die Wagenverschwörung. Das ist noch mehr Boggarts. Das war sogar Pest. Yeah.
Und somit ist er tot. Oh, meine Fresse. Das lohnt sich halt gar nicht mehr. Und dann ist da so ein kleiner Schalter dran, damit es aufgeht. Wer kennt es nicht? Baum und Zweige. Neue Quest. Alle Rüstungsteile finden. Rüstungsteile des legendären Druiden Aiden O'Connor. Okay. Interessant. Dass die eigentlich noch Gegner sind, die als ebenbürtig gelten. Oh, da hinten ist er gut versteckt. Wahrscheinlich bei diesem unscheinbaren Haufen Steine. Einfach die Straße entlang. Oh, da ist eine Brücke. Und am Ende gibt es da noch so einen Brückentroll. Ne, es gibt einen Rücken Banditen. Tja. Was wohl mit euch? Straße herrscht das reinste Chaos.
Da gibt's eine neue Quest. Da ist ein Boot. Von dem man da halt nicht runterfallen kann. Finde ich irgendwo schade. Springen und sowas wäre schon cool gewesen.